Also ja, die Ägypter sind ein wirtschaftsstarkes Volk, wie man gerade gehört hat. Gerade wegen dem Pharao, der Gebäude verzaubern kann. Und weil sie halt keine Arbeiter brauchen, um Kunst zu sammeln, sondern nur Monumente. Also, ab ins nächste Szenario. Ein leichter Schlaf. Das Schwert des Wächters. Mit ihm hat Horus Seth schon einmal besiegt. Jetzt trachtet einer seiner Anhänger danach, Khemsit. Khemsit, er ist euer Feind? Er hat einen von Osiris Tempel nicht weit von hier erobert. Am Tempel ist ein Wächter, aber er schläft. Wenn wir ihm sein Schwert zurückbringen, erwacht er. Die Götter scheinen uns gewogen. Ja, Chiron scheint Khemsit ja zu kennen, weil Khemsit ja der war, das der seine Heimat überfallen hat. Dorf ist dem dunklen Gott Seth treu ergeben. Sie versklaven andere Dorfbewohner, damit sie für Khemsit nach Gold graben. Ja, hier die Goldmine erobern. Aber wir müssen aufpassen, dass unsere Schwertträger nicht fallen. Der Pharao ist ein ägyptischer Held und somit stark gegen mythische Einheiten. Weder ägyptische Priester noch der Pharao verbündete Einheiten heilen. Seine mächtigste Eigenschaft besteht jedoch darin, Gebäude zu verzaubern. Das kommt aber später. Schwertträger. Bringen Sie die Schwertträger in die Nähe des Wächters, um ihn aufzuwecken. So, kümmern wir uns erstmal hier um die paar Truppen. Fremde, helft uns bei der Flucht! Ja, also erstmal Khemsit besiegen. Na, nicht die Zelte einreißen. Ich glaube nämlich, dass wir die auch noch kriegen. Oder auch nicht. Wo sind meine Schwertträger? Da sind meine Schwertträger. Nicht da mitten reinrennen. Was macht ihr denn? Seid ihr des Wahnsinns? Hilf lieber mal hier den Einheiten. Endlich frei! Bitte bringt uns sicher nach Hause, dann werden wir euch beistehen, so gut wir können! Jo, bringen Sie mindestens 5 Dorfbewohner sicher in Ihr Dorfzentrum. Sammeln wir mal die Dorfbewohner und die Schwertträger. Und schnappen uns unsere Truppen hier. Hier steht ein Weltwunder mit einem Kreuz, der mehr Gunst gewährt, sehr schön. Oh, Mumien. Khemsits Mumien. Achso, da war noch eine. Die können relativ lästig sein. Verdammt seien die Götter! Schlangen! Jetzt verdammt er auch noch die Götter. Verdammt Akados, die Götter, sehr schön. In Wedge. Warum auch immer Mutter Natur hier Obelisken stehen hat. Khemsit hat hier. In Wedge. Khemsit hat hier ein paar Truppen zurückgelassen. So. Und ich habe jetzt hier gleich die Kontrolle über das Dorf. Seht, unsere Männer sind zurückgekehrt. Naja,
Habt Dank, Fremde. Kemset hat uns aus unserer Heimat, der heiligen Stadt des Wächters, vertrieben. Wir helfen euch, ihn zu besiegen. So, der Pharao heilt hier erstmal Truppen. Bringt dem schlafenden Wächter das Schwert, bevor seine Armee es erreicht. So, erstmal die Leute wieder ausladen. Gold haben wir hier erstmal zu Genüge. Euch schicken wir wieder zum Holzhacken, wo immer auch das war. Euch an die Felder. Kemsets Armee ist wieder auf dem Weg zur Stadt. Nur die umgebenden Dörfer stehen ihm noch im Weg. Zwei Fischkutter, die helfen. So, noch zwei zum Gold abbauen schicken. Jetzt muss ich echt gucken, wo war mein Holzabbau? Ach, da ist mein Holzabbau. So. Da kommt Kemsets Armee und tötet gerade das erste Dorf. Was nicht so schön ist. Ihr helft mal beim Bauen hier. Wenn das Monument gebaut wird. Ah, Dorfbewohner verbessern. Und dann müssen wir dringend gucken, dass wir ins nächste Zeitalter kommen. Aber erstmal bauen wir zwei Monumente auf. Wir sind nämlich noch im archaischen Zeitalter, was nicht so schön ist. Deswegen sollten wir eigentlich... Wir können Reh umregen, bitte. Ja, genau. Mehr Regen, ein bisschen Regen für unser Dorfzentrum. Und jetzt einen Tempel bauen. So, genau. Wenn der Pharao nämlich da hilft, dann geht das schneller. Wir haben zwei Katapulte. Die sollten wir zusammenziehen und gut beschützen. So, jetzt haben wir zwei... der Nahrungssammler, den brauchen wir nicht unbedingt. Jawohl, doch, wir... Ja, doch, wir müssen Nahrung sammeln. Und zwar viel Nahrung. Sehr viel Nahrung. Gut, wenigstens geht Kemsets Armee langsam voran. Aber trödeln sollten wir trotzdem nicht. Lieber noch einen Fischkutter bauen. So, jetzt kriegen wir schneller Gunst. Chiron kann ja mal kurz ein bisschen erkunden gehen. Während wir hier gucken, dass wir Nahrung uns sammeln. So, wir haben gleich die Nahrung zusammen fürs nächste Zeitalter. Dies erhöht die Angriffe der mythischen Einheiten und bringt mir Swings. Heilige helfen Dorfbewohnern, helfen ihrer Technologie. Axtkämpfer. Bessere Felder. Bessere Speerkämpfer, bessere Schleuderkugelkämpfer. Ja, das macht die Swings besser. Ich glaube fast schon, ich entscheide mich für den Gott der Schöpfung. Damit meine Einheiten besser werden. Wie viele Nahrungssammler habe ich jetzt? Viel zu viele. Ich habe 5 Gold und 4 Holzsammler. Dann schicke ich noch einen zum Holzsammeln. Und... Wie viele Nahrungssammler habe ich jetzt? 7. Ich hätte aber lieber gerne 8. So, die sollen mir jetzt mal hier ein paar von den Vögeln jagen, weil das schneller Nahrung gibt. Herdentiere, Verbesserung brauche ich nicht unbedingt. Söldner.
Söldner sind nicht gerade die tollsten Einheiten, deswegen baue ich sie auch nicht. Und da hätte ich einen Tempel gehabt. Auch gut. So, erst einmal eine Kaserne bauen. Kaserne. Felder verbessern. Und die Wirtschaft ein bisschen ankurbeln. So. Während Chiron weiter mit der Erkundung macht. Hier würde uns die erste Mauer im Weg stehen. Wir könnten also wahrscheinlich irgendwo oben rumgehen. Hier gibt es noch Gold, wenn uns das hier nicht reicht. Aber da wir eine große Goldmine hier haben. So, verbessern wir mal die Kämpfer. Bauen da hinten mal eine... So, Fischkutter verbessern. Wir brauchen nämlich Nahrung. Das ist das Wichtigste. Und ich kann gegnerische Einheiten einfach mal wegteleportieren. Da wäre der Haupteingang. Aber ich glaube, der Eingang hier oben, der ist nicht so schwer bewacht. Deswegen dürften wir da durch den da leichter durchkommen. Wir brauchen eine starke Streitmacht, um die Schwertträger zum Wächter zu eskortieren. Mhm. Ja, jetzt kommen sogar Skorpionmenschen. Felder schneller anlegen bringt mir nicht so viel. Ich könnte mal zwei von denen ausbilden. Und dann hau ich mal so ein paar von denen raus. Verbessere hier die Schleudern. Und die Axtkämpfer. Schick euch mal wieder los, Nahrung sammeln. Und hab ja hier jetzt einen Arbeitslosen. So, Technologieverbesserungen sind da okay. Schilde verbessern. Ich könnte wahrscheinlich noch in die nächste Zeitalter aufsteigen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das so unglaublich notwendig ist. Ich habe 6 Häuser. Ein Dorfbewohner noch. Jetzt habe ich immer noch 9 Nahrungssammler. Du kannst mir hier hinten noch die restlichen 4 Häuser hinbauen, dass wir die volle Bevölkerung haben. Dann hole ich mir mal Truppen derweil. Und kaufe mir hier noch die Upgrades. Speerkämpferverbesserung wäre auch nicht schlecht. So, beschleunigen wir mal unsere Forschung mit dem Pharao. Ich weiß gerade gar nicht, welche Gott haben wir denn? Priester können ebenfalls verzaubern. Das finde ich gut. Brauchen wir mindestens 2 Priester, damit wir hier die weiteren Gebäude verzaubern können. Du verzauberst mal den Kornspeicher. So. Du verzauberst die Goldmine. Und dann könnten wir gerade noch einen gebrauchen, der noch einen Kornspeicher verzaubert. Damit wir hier auch ja genug Nahrung zusammenkriegen.